Hallihallo und willkommen zurück bei Zelda Breath of the Wild 4K. Im letzten Part haben wir unser Reckengewand von Impa erhalten, weil sich Link am Komolo-See an eine ganz bestimmte Szene mit Zelda erinnert hat, die auch auf unseren Fotos gespeichert war. Nun gibt es also noch 11 Erinnerungen, die wir finden müssen. Auch das ein großer Teil unseres Abenteuers. Aber jetzt wollen wir erstmal wieder Richtung Ornidorf weiterziehen und natürlich dabei den ein oder anderen Krog sowie Schreine mitnehmen. Hier oben beispielsweise haben wir diese Gebetsstatue, wo sogar ein Apfelbaum direkt daneben steht. Also sollte man keine haben, dann ist das kein Problem. Sehr angenehm. Weniger angenehm sind die Monster, die sich hier tummeln. Denn das ist wohl ein ziemlich beliebter Ort für die. Und somit auch für mich. Denn es gibt etwas, was wir warum auch immer jetzt nicht sehen können, was ich gerne von ihnen hätte. Und dazu müssen wir uns erstmal an sie ranschleichen. Ich überlege gerade, wie ich den hier bezwinge. Im besten Fall bemerkt er mich nicht. Und ja, stimmt, was ich noch gar nicht erwähnt hatte, ist die Gegner haben jetzt dank des Reckengewandes eine Lebensanzeige. Können also genau sehen, woran wir sind. Sehr geil. Da hat er doch glatt seine Waffe fallen lassen. Vorsicht vor den Moblins, die haben eine heftige Reichweite. Und viele Leben. Und starke Waffen. Wie man hier sieht, Stachel-Mob-Keule einfach gleich Stärke 30. Und ich muss unbedingt dran denken, immer bei solchen Gegnern keine Zweihänder zu verwenden. Zumindest nicht, wenn sie nicht am Boden liegen, weil das hätte jetzt auch böse enden können. Ich habe Glück gehabt, dass ich da direkt unter seinem Kock stand sozusagen. Oh, denn da konnte er mich glücklicherweise nicht treffen. Und wir finden hier Monster Essence, ein sehr seltenes Item, da haben wir jetzt Glück. Wofür das wohl ist? Für einen Kilton steht da, aber wir kennen noch keinen Kilton. Nehmen wir es einfach mal mit. Und jetzt, würde ich sagen, kämpfen wir mit offenem Visier. Hier, fang! Nochmal! Na komm, du bist doch Manuel Neuer, oder? Nee? Bist du nur ein Vollidiot? Das dachte ich mir schon fast. Dann geh baden und hau ab. So, ich hab's nämlich abgesehen. Hierauf. Auf dieses große Feuerschwert. Das ist nochmal um einiges stärker als mein normales Feuerschwert. Und ich würde das gerne mitnehmen, wenn wir schon mal hier in der Gegend sind. Ich denke, ich rüste dafür auch mein normales Schwert aus und werde das austauschen, weil wir ja momentan immer noch recht voll sind. Ja, die unterhalten sich. Je nachdem, welches Klerasil der eine verwendet und welches der andere empfehlen kann. Ich will euch nicht weiter stören und machen Abflug. Nehmt mir aber auf jeden Fall noch hier diesen Krog mit. Was wie immer nicht funktioniert. Ich hasse die scheiß Seerosenkreise, Mann! Leck mich doch! Der ganze See ist voller Exalfos, die uns natürlich auch nicht wohlgesonnen sind. Ja, geil. Beste Leben. Noch ein bisschen hoch, noch ein bisschen hoch, noch ein bisschen hoch. Jetzt Ausdauer plus. Jesus Christ. Runterfallen, segeln und komm, gönn. Okay, ich muss noch mal rauf. Es hilft nichts. Lasst mich! Macht hier nicht einen auf Shiggy! Oh oh, oh oh, oh oh, die riechen mich. Wie gesagt, ich kann euch kein Klerasil empfehlen. Warum habe ich noch mal... Ich bin so dumm. Ich bin so unglaublich dumm!
Was ein Drama. Holy shit, das hätte so einfach sein können. Und ich versau es einfach komplett. So, wir machen jetzt gleich nochmal einen wunderschönen Sprung. Ohne Abfedern. Okay. Vorbei an euch. Ah. Ja gut, den Eintreffer gönne ich dir. Aber jetzt könnt ihr mich mal. Meine Fresse. Richtig gefährliche Stelle. Und ja, ich porte mich jetzt weg. Es gibt nämlich nichts mehr, was ich an diesem Ort brauche. Stattdessen auf zum Turm der Ebene und drauf auf Epona. Oh Gott! Was eine Szene. Aber gut, kann man sich nicht über Langeweile beschweren hier. Wir sind auch noch lange nicht raus aus der Gefahrenzone. Die Ebene ist ja bekanntlich wächterverseucht. Das wird sich auch heute nicht geändert haben. Wir müssen also zusehen, dass wir uns nicht erwischen lassen, Epona, okay? Auf geht's! Wir haben hier in der Turmregion übrigens noch einen Krog übersehen, den wir uns unbedingt noch holen sollten. Müsste dort vorne sein. Weiß nicht genau, was das für einer ist, aber wir werden es, denke ich, gleich erfahren. Ist das ein einfacher Steinkrog? Ah, Tatsache. Okay. Verglichen mit gerade eben, entspannt. Das gefällt mir. Jetzt lasst mich mal ganz kurz gucken. Da in dieses Gebiet wollen wir noch. Aber ich glaube, wir machen einen kleinen Bogen und holen uns hier diese Crocs, ziehen dann darüber. Ja, das denke ich wäre am klügsten. Also mache ich mal hier ein Lichtlein hin. Und dann folgen wir der Grünen, aber sind auch jederzeit auf das Schlimmste gefasst. Da vorne zum Beispiel haben wir schon einen dieser Wächter. Wenn der mich sieht, dann wird das kein gutes Ende nehmen. Oh, und es gibt sogar noch einen in Stadt. Ach nee. Hä? Ist das derselbe von eben? Ich dachte, der wäre nach links gezogen. Ja, super. Und jetzt? Ich bin eigentlich gezwungen, gegen ihn zu kämpfen, aber der hat sogar noch Support in Form dieses blöden Bockblins da. Und ich glaube, die Wächter wurden auch nochmal gebufft. Die können jetzt mehrfach schießen! Ja, ich muss was tun, es hilft nichts. In sein Auge zumindest schießen, komm. Feuer bringt leider auch nichts. Oh, scheiße. Ich werde sterben. Oh, der Konter ist nicht gelungen, nur Abwehr. Und das auch nicht so ganz solide. Ich denke, es ist Zeit für ein Abwehrgemüse. Dieser scheiß Bockblin! Außerdem ist mir in dem Moment auch noch mein Schild verbrannt. Ich kotze. Warte, wir nutzen den Aufwind. Ja, geil. Das wird nicht gut enden. Leg dich nieder, du Scheißteil. WTF? Ich kann sie auch gar nicht mehr zurückdrängen. Also eigentlich ist so ein Schuss ins Auge ziemlich effektiv. Oh Mann! So, jetzt wirst du erstmal komplett rasiert. Deine Arme werde ich rausschlitzen mit dem Wächterschwert plus. Das ist super effektiv gegen die. Sieht man ja auch, jetzt liegt er am Boden. Das Arschloch im Hintergrund, das wird auch gleich sowas von mir vernichtet, das schwöre ich euch. Aber erstmal, ja, die Attacke abwehren. Und weiter draufziehen! Oh, die Axt zerbricht gleich, belastend. Ich will schießen! Okay. Vielleicht lag das auch an dem Zeitlupenbonus, dass ich gerade ihn nicht umwerfen konnte. Weil ohne geht's. Ja, tatsächlich, ohne geht's. Alter, die Wächtersachen zerbrechen an denen ja wie Butter auf
einem heißen Backblech. Okay, die zerbricht da nicht so an Spilz, aber... Ist doch egal, Mann, ich bin in Panik! Und du blödes Arschloch! Du wirst jetzt sowas von vernichtet, Mann! Dich! Ich glaube, ich habe keine Fee mehr. Und der hat noch nicht mal einen Reaktorkern gedroppt, oder? Der hat noch nicht mal einen Reaktorkern gedroppt. Ich glaube, ich spinne. Ich bin fassungslos. Dann hätte sich die ganze Chose hier wenigstens gelohnt, weil wir brauchen noch einen für Stasis Plus. Aber ihr seht es ja selber. Nichts. Er hat nicht gegönnt. Oh, wow. Kurz überprüfen, ich habe keine Fee mehr, ne? Doch, eine. Oh, wow. Ja, gut. War jetzt hier noch ein Krog oder wie sieht's aus? Nein? Das ist nicht Epona. Aber danke, dass du mich zu Epona bringst. Fliegender Tausch. Ach nee, stimmt, der Wächter hat mich ja überrascht gehabt, ne? Ja, ja, genau. Hier bei der Garnisonsruine, da ist der Krog. Oh mein Gott, Alter. Ich bin zwar froh, dass ich nicht Game Over gegangen bin, aber das hat mich jetzt schon nochmal ganz, ganz brutal auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Wir sind noch lange, 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 lange nicht imstande, entspannt gegen solche Monster anzutreten. Aber es ist halt auch super fies, wenn dieser Kackwächter von einem Bockblin auf einem Pferd supportet wird. Und echt mega belastend, dass die Wächtergegenstände so schnell kaputt gehen. Alter, das hat gerade noch gereicht, ne? Das hat gerade noch gereicht. Oh, da ist eine Truhe, die sollte ich mir auf jeden Fall holen. Und der Sonnenuntergang, Alter, ist so schön. Wahnsinn, oder? Gerade war das Spiel absolut schrecklich, so in dem Sinne. Aber die Umgebung ist einfach immer noch so entspannend, so wunderbar. Dass man sich trotzdem wohlfühlt. Ich befürchte nur, es geht jetzt gleich nochmal in das Gebiet eines Wächters. Super. Ich mache mich schon mal bereit. Weil, ja, zugegebenermaßen, ich hätte halt schon Bock auf einen Reaktorkern. Jetzt werden wenigstens mal meine Schilde ordentlich verwendet. So, du bist wohl auch ein... Was? Wieso habe ich hier einen Krog eingezeichnet, wenn da keiner ist? Oder ist das wieder eine Krogblume, die irgendwo auf dem Scheißfeld... Ach nein! Quatsch! Sag mal. Bin ich jetzt komplett durch den Wind? Der Krog ist doch erst hier. Kann man die Dinger eigentlich auch mit einer Bombe zerstören? Ah, geil. Spare ich mir einen Pfeil. Gerade gegen die Wächter meine Lebensversicherung einfach. Oh man. Ja, da vorne ist er. Also, komm. Ich würde sagen, wir battlen uns. Der ist wenigstens auch alleine und kriegt keinen Support. Also es müsste mir ja dann einfacher fallen, gegen ihn anzutreten. Ja, hat mich auch schon gesehen. Hatte ich vorhin überhaupt die richtige Rüstung? Keine Ahnung. Ja, komm, mehr Angriff. Mehr Angriff, ich brauch's. Dringend. Der Rest passt, oder? Na, wobei, ich würde auf den normalen Bogen gerne zurückwechseln, dann zoomt das nicht so. Aufpassen wegen Epona. Hä, habe ich vorhin nicht richtig getroffen? Ah, wobei, der fällt nicht immer hin. Daran liegt's. Naja, das Wichtigste, wie gesagt... Die Arme abtrennen. Dann kann er nicht mehr so viel machen. Okay, sehr gut. Weiter so. Dann haben wir ja noch den dreifachen Angriffsboost. Oh, er sieht mich gar nicht mehr. Was ein Spaten.
Nimm ihn auseinander, Link. Komm. Er ist ja schon stehend K.O. Richtige Enttäuschung im Gegensatz zu dem anderen Duel. Hä, wie lost ist der? Gib ihm! Okay, down. Gönn. Bro. Das ist Betrug! Wir brauchen die anderen Sachen natürlich auch alle. Deswegen ist das jetzt nicht umsonst oder so. Aber wäre halt schon dufte, so einen blöden Reaktorkern noch zu bekommen. Weißt du was, ich bin gerade so aggro. Und wir haben ja eh Level 3 Angriffsboost. Ich schlachte noch mehr ab. Ich lachte so viele ab, bis ich den scheiß Reaktorkern hab. An der Stelle auch ein Tipp. Ich werd's, denke ich, in dem Let's Play nicht machen, aber wenn ihr auch dringend Reaktorkerne braucht, dann ist die sicherste Variante nach wie vor, diese Laufwächter zu besiegen. Wenn ihr mit dem Loot, so wie ich, nicht zufrieden seid, dann speichert einfach vor dem Kampf und ladet ihn neu, sollte er keine Reaktorkerne droppen. Oh, das war jetzt vielleicht auch nicht so klug. Ein bisschen großes Lagerfeuer, huch. Epona, bist du verbrannt? Scheiße. Ah! Oh Gott. Schon wieder so eine wilde Folge, Alter. Oh man. Ja, komm, dann ziehen wir noch bis hier nach vorne. Da sind mit Sicherheit noch Wächter. Aber ich werde nicht ruhen, bis ich dieses scheiß Status Plus hab. Das brauchen wir wirklich dringend, Mann. Warte, lass mal ganz kurz schauen. Ja doch, die Richtung ist okay. Aber wenn der dritte dann wieder keinen droppt, dann muss ich echt los. Weil ich meine, ich investiere ja auch meine ganzen Waffen. Das wollte ich ja auch. Klar, keine Frage. Ach, den habe ich noch nicht entfernt. Oh. Egal, die Richtung stimmt ja. Hier unten wäre natürlich auch noch was gewesen, aber das holen wir dann ein andern Mal, wenn wir das mit der Farmruine verbinden. Jetzt geht's da lang. Da vorne ist ein Wächter. Dann komm mal her, du Stück Scheiße. Der sieht mich auch nicht. Bin gut rangekommen. Sehr schön. So, ein paar Pfeile reindonnern. Immer gut. Jetzt irgendeinen Wächtergegenstand, damit er umkippt. Ist immer wichtig. Vor allem die Arme zerschmettern, glaube ich, mit Wächtergegenständen instant. Und das ist dann halt wirklich der brutalste Vorteil. Den Rest können wir jetzt auch mit den Normalo-Sachen machen. Boah, die Waffe ist so langsam. Ja, nimm deine Scheiße zurück. Was zur Hölle? Was geht mit dem ab? Der ist ja quasi am Dauerballern, aber wir haben perfekt reagiert. Jetzt gib mir endlich so einen blöden Reaktorkern. Ja! Ich dachte schon, der droppt wieder keinen. Alter, ich würde nicht mehr so ausgetickt jetzt. Oh mein Gott, ich wäre so explodiert. My goodness. Ey, warte. Das wäre Verschwendung, das nicht einzusammeln. Wie gesagt, das wird noch sehr wichtig sein. Also, gönnen wir uns das. Eigentlich wollte ich heute gegen ein anderes Monster antreten, aber wieder einmal hat das Spiel die Folge selbst konstruiert. Naja, was soll's. Am Ende des Parts werde ich mir das Upgrade holen. Jetzt erstmal die Croggies. Warte, ich will noch kurz zum Brunnen gehen. Oder war da eine Erinnerung? Wenn, dann würde ich die nämlich gerne ein anderen Mal zeigen. Bin mir gerade nicht sicher. War da eine Erinnerung? Hä? Ja, doch, oder? Doch, safe.
Nee, dann machen wir das wann anders. Das passt jetzt nicht. Dort passt jetzt nicht. Ich möchte das alles immer schön einteilen, ja? Sonst kommt der geile Shit auf einmal und dann nur noch langweiliger Scheiße hintenrum. Das wollen wir nicht. Ist eh viel zu gefährlich. Da sind viel zu viele Wächter. Also wirklich. Sogar Drohnen. Wobei, gut, ich weiß nicht, ob die schon beim Brunnen sind, aber um das Schloss herum definitiv. Ist ja klar, dass das am heftigsten bewacht wird. Okay, haben wir hier oben einen Steinkrog oder was geht da ab? Nein? Mach nicht diesen mit mir. Ja gut, aber dann muss da... Kein Krug? Ich drehe mit diesen Kackbiestern noch durch. Ach, oder warte, ist das ein Apfelkrog? Der hier hat mehr als einen. Daran erkennt man das immer. Oh, Tatsache! Nee. Nee, doch nicht. Es sind zwei, ja? Ach, da vorne ist ein Rad. Okay, dann machen wir erstmal das und... Ach, das ist doch sogar das. Sag mal, kann ich die Karte nicht mehr lesen oder was ist los mit mir? Ich glaube, heute ist zu viel passiert. Ich bin nicht mehr zurechnungsfähig. Alter. Da, lass es halt! Ja gut, second try immerhin. Lala, heute wird wieder einiges geboten. Okay, next one please. Epona, komm. Ich weiß nicht, was in diesem Wald auf mich lauert, aber ich glaube, hier ist alles safe. Oder? War das ein Bär? Ich glaube, es war ein Bär. Dann würde ich hier doch ganz gerne einfach schnell durchstreifen. Ja gut, das Problem ist natürlich auch, dass zu Pferde die Kamera nochmal krass rausgezoomt wird. Eigentlich appreciate ich das. Oh, warte, warte. Fotos, nein, bleib da! Ihr Drecksviecher. Eigentlich appreciate ich das, dass man da mehr sehen kann, aber es ist dann halt nicht so ganz einfach, Crocs genau zu identifizieren. Bezüglich ihres... Aufenthaltsort. Okay, ein Ballon auf dem Baum. Auch eine eher seltene Sache. Mann. Aber auch das wird mitgenommen. Ach, hab ich's eigentlich schon erwähnt gehabt? Ich bin nicht sicher. Bezüglich der Croc-Mod und den neuen Texten. Also ich habe da wohl wirklich das falsch verstanden. Im Großen und Ganzen geht's eher darum, dass die Texte, die sie sagen, abgekürzt werden. Weil im normalen Spiel sagen die, glaube ich, ein, zwei Textboxen und erst dann Tschüssi oder so. Oder wenn man sie nochmal anspricht. Und das wurde eben extrem gekürzt, um nicht zu sehr reinzutilten. Das ist die ganze Croc-Mod. Ich glaube zwar, es gibt trotzdem noch gewisse Bonustexte, wenn man die Crocs mit einer bestimmten Maske anspricht. Lass den Polar in Ruhe, du Stück Dreck! Achso, Epona greift von alleine an. Ja gut, Ehre. Ja, die sind einfach zum Kotzen. Ich höre hier einen Croc, ich sehe ihn nur nicht. Achso, das ist ein Speed-Croc, oder? Ja moin, du hast ja einen tollen Platz ausgesucht. Wie kann es sein, dass die Schleimis dich nicht schon längst eingesaugt haben? Wo bist du, du Häslorn? Gerade war er noch da. Welchen Parfait? Da ist noch ein Wächter. Oh, bitte jetzt nicht. Bitte jetzt nicht. Wo ist der scheiß Croc? Ja, ich drehe heute wirklich durch. Vor allem, hier ist noch einer irgendwo. Verpisst euch. Ich will meine Waffen nicht an euch verschwenden. Ihr Schmutzfinke. Wobei, weißt du was? Könnt mich mal. So. Jetzt ist Ruhe. Verbrennt, elendig! Ja! Oh, wobei, warte mal, die haben jetzt ihre Form gewechselt, oder? Nein, ich habe ihnen was Gutes getan. Ist halt echt so. Jetzt sind's Feuerschleime.
Ja, moin! Oh nein, was habe ich getan? Scheiße! Die brennen den ganzen Wald nieder! Wo ist der Krog? Bitte sag. Ach, hier! Oh. Komm. Epona, du hältst durch, oder? Im Baum geht sie darum nicht mit einer Bombe anscheinend. Scheiße, die brennen halt wirklich den ganzen Wald nieder. Sag mal, seid ihr denn noch zu retten oder was? Epony, wir müssen abziehen. Aber Vorsicht, auf der Seite lauert ja der Wächter. Ey, man ist nirgends sicher. Ja, ich weiß, das Feuer tut weh. Das war ein Versehen. Lass uns abdüsen, komm. Let's go. Den einen Krog noch, dann breche ich die ganze Chose ab. Dann gehen wir zum Institut und uns Status Plus. Oh, hier auch nochmal klettern, oder was? Also auf der Ebene haben es die Entwickler echt übertrieben mit den Bastarden. Aber wir haben einen Großteil abgehakt heute, das ist schön. Yes. Okay, ein paar Minuten haben wir noch. Dann lass mal gucken. Eigentlich schwachsinnig. Hier ist ja jetzt alles durch. Das Gebiet machen wir beim nächsten Mal und werden dann hier über diese Brücke Richtung Ornidorf gehen. Nur damit ihr Bescheid wisst. Ja, und ich denke, ich port mich jetzt instant zum Institut und hol mir das Upgrade. Ganz, ganz wichtige Geschichte. Let's go. Sehr, sehr krass, was hier heute abgegangen ist. Aber diese Szenen, wo man ins Schwitzen kommt, sind auch einfach die geilsten. Wild. Hi. Hallo. Hier, antike Materialien. Ich möchte das Stasis-Modul verbessern. Wirklich? Dann hätte ich gerne 3 antike Reaktorkerne. Hier, nimm. Okay. Katschiko! Ah, das freut mich. Du bist ja richtig gehypt. Okay, dann los. Shigasai erkannt. Verbesserung des Stasis-Moduls initialisiert. Yay, 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 yay. Beste. Stasis-Modul Plus. Die gestärkte Variante kann auch Monster anhalten. Und das ist so geil. Werden gestoppte Objekte erschüttert, staut sich Bewegungsenergie an. Diese wird mit einem Schlag freigesetzt, sobald die Zeit weiterläuft. So kannst du auch riesige Objekte bewegen. Tipptopp, Leute. Damit ballern wir noch mehr rein. Und können uns aus einigen kniffligen Situationen nochmal rausretten. Sowohl offensiv als auch defensiv. Genau so! Das Leitsteinchen hat auch alles gegeben. Haha! Hm? Oh, du hast schon alle Module verbessert, oder nicht? Mit diesem Schickerstein und deinen Schwertkünsten ist kein Kraut gegen dich gewachsen. Selbst die Verheerung Ganon hat nicht den Hauch einer Chance gegen dich. Wollen wir es mal hoffen.